Hallo und willkommen zurück bei Dark Souls 2. Sagst du auch mal Hallo? Hallo. Gut. Brava, Junge. Also, kommst du? Ja, ich bin ja jetzt erst erschienen, ne? Ein bisschen Zeit brauche ich schon. Bin nicht mehr so ein Jungspund. Ah ja. Weil wir wollen den Ritter platt machen, ja? Ah. Hat er etwas Guck Gutes mal, die getroppt? Waffe. Ja, wieder eine Heidewaffe. Ein Speer. Braucht mehr Geschicklichkeit diesmal. Ich konnte nicht widerstehen, mit der Waffe einmal zuzuhauen. Warte, ich muss den nur backstabben. Oh. Ist er tot? Nein. Ah, nee, noch nicht ganz. Ich finde diese Axt dermaßen cool. Ich hab kurz über. Aber warte, ich kann. Ich heile nochmal. Heldenspeer. So. Wir sehen, wie viel Schaden ich damit mache. Also mit diesem Schwert hier. Willst du das Item hier zuerst nehmen? Ja. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Ich falle doch nicht runter. Okay, ich habe wieder ein Menschenbild. Was? Okay, ich rüste das wieder ab. Das ist nur unnötig schwer. Ich nehme dafür lieber mein den da mit zwei Händen. Hi! Na, geht's! Oh Mann, ich kann die damit mit einer Schlagfolge nicht vollkommen töten. Dafür skalieren die zu schlecht. Okay. Komm lieber wieder raus da. Du tötest ihn nicht! Das war knapp. Sei froh, dass ich da bin. Psst. So bitte. Ich hatte kein Problem mit ihm zu töten. Die Tür ist verschlossen? Ja, sonst hätte ich sie auch aufgemacht, glaub mir. Okay. Was ist mit dir los? Ich komme. Nix. Hat nur ein Hündchen interessiert. Möchtest du die Truhe erst einsammeln hier links? Hier links. So. Mal schauen, was. Ich kann eh nichts weitermachen. So, was haben wir schönes? Bist du da? Es ist Flakonscherbe. Ja. Und eine große Titanscherbe, glaube ich. Genau. Ich kenne das Spiel in- und auswendig, sage ich hier. In- und auswendig. Deswegen habe ich es auch noch nicht durch. Lass uns Hundis töten. Ich bin der Schlechter. Das Design der Waffe ist echt cool, denn die macht aber so wenig Schaden dafür. Was ist das für eine Waffe? Irgendeine Großaxt. Das wird dem Namen gerecht. Wuff, Motherfucker. Nicht das Fass zerstören, nicht das Fass zerstören. Okay, ja, das ist in Ordnung. Das. Ach nee, das ist an der Wand explodiert, oder? Kann sein. Ach nee, das wäre echt blöd. Naja, egal. Soll ich heilen? Ja, gerne. Kommst du? Ich komme. Ich bin ein alter Mann. Lauernde Flammen. Glaubst du, ich hab dich nicht gesehen? Goldharz. Thank you.
Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Warte, ich lege um mein Zeichen da unten hin, wo die ganzen Hundis war beim Tor. Okay, ich laufe dorthin. Ich habe da nämlich das Lagerfeuer, ja. Ach, das Lagerfeuer? Ja, das konnten wir jetzt nicht falsch halten, weil er das Fass schon weggekriegt hat. Okay, aber kann man es... Ja, man kann, man hat noch die Chance dazu. Wenn das deine Frage war. So. Das Zeichen liegt. Okay. Ich sehe es nirgends. Direkt vor dem großen Riss in der Wand. Ja, ich bin direkt vor dem großen Ja, direkt Riss. Die Treppe runter und da musst du ein bisschen warten vielleicht, bis es da ist. Und da ist er auch schon. Oh, bitte schnell, bitte schnell, bitte schnell, bitte schnell, bitte schnell, bitte schnell. Frag nicht, was ich gemacht habe. Du hast die Hunde dich anknabbern lassen. Nee, ich heil mal kurz. Okay. So. Hab ja wieder ein paar Ladungen. Was ist eigentlich hier drin? Komm hier hoch! Ja, aber was ist hier drin? Hier oben ist ein Item. Und da unten ist ein NPC. Vorsichtig! Gut machst du das. Brav. Schnauze. Ui. Gehen schon mal hier lang. Sollte kurz das gegen die Hellebarde. Also sollten wir nicht auf dem Hof kämpfen? Wie schaffen wir es so? Nächster bitte. Lebenstein, nehme ich gerne. Nächster bitte. Waren das alle? Du fragst, waren das alle? Ich kämpfe hier gegen 3 Stück. Siehst du, kein Problem. Warte, ich heile. So, wir landen hier oben. Hier oben ist nämlich kein Item, sondern nur Gegner. Von denen du dich übrigens wunderbar hitten lässt, wie ich festgestellt habe. Oh, du machst hier das Tor auf. Du schlägst ihn nicht, damit das klar ist. Stand hier nicht ein zweiter? Tonnenweise Lebenssteine erhalte ich im Moment. Ist das der Bossraum? Ja. Moment mal, waren wir schon hier schon mal? Ja, bei mir. Stimmt. Du hast dabei versagt. Bitte vom Nebel wegdrehen. Sag nicht, du bist runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Schon wieder? Wir machen es wie bei dir. Schick sie runter. In Ordnung so? Ah! Eben, deswegen ist unten schlecht, weil da auch die anderen kommen.
direkt. Den einen kann man nämlich wunderbar oben bekämpfen wollen. Ich hab noch ein Messer auf den geworfen, den du getötet, der dich getötet hast. Der dich getötet hast, ey. Oh fuck, fuck, fuck. Oh, das war knapp. Ich hab vergessen, dass ich in meiner Welt in so einer brenzligen Situation bin. Okay. Reiß jetzt nicht, wir machen das jetzt nicht bei den Verbandenzellen, sondern bei, dort, wo ich keine Feuerstein gehe. Der ferne Turm. Ferne Turm? Also der ferne Turm. Okay, gut. Mein Zeichen habe ich schon hingelegt. Gut, gut. Hinaka Moranikito. Das Lied von Guilty Crown. Ja, natürlich. Das ist toll. Und das Beste daran ist ja eigentlich, ich habe laufe keine Gefahr, meine Seelen zu verlieren. Also, ich sehe dein Zeichen nirgends. Na, habe ich aber dahin gelegt. Ich leg's nochmal neu. Okay. Da, wo dich der Rabe hingebracht hat, ne? Ja. Okay. Nicht das, das. Ich brauche mehr Belastbarkeit. Glaube ich, will mir als sechstes noch einen zweiten Zauberslot zulegen. Okay. Ich bin dann voll der Heiler. Voll der krass Heiler, Mann. Ja. Voll krass konkret. Ich bin euer Heiler. Ich bin euer Gott. Ohne mich seid ihr alle tot. Naja, streng genommen seid ihr schon alle tot, aber egal. Wer ihr alle? Ich bin nur ich alleine. Ich warte dann mal, bis du mich gerufen hast, ne? Sobald ich dein Zeichen am Boden sehe, rufe ich dich. Wie viele beträgt deine Seelenbilanz? Meine Seelenbilanz, Spielerstatus 218.289. 218.000? Ja. Du? Du willst mir erzählen, dass wir über 20.000 Seelen auseinander sind? Also, wie viel bist du? 240.000. Sieht so aus, sieht so aus. Gerade können wir uns auf jeden Fall noch rufen. Ja. Kannst du ein paar Seelen futtern? Ah ne, du bist nicht menschlich, oder? Stimmt, ich bin nicht menschlich. Mensch, darauf musst du doch achten. Hey, ich kenne Dark Souls nicht so gut wie du, also. Ich kenne Dark Souls doch auch nicht. Halt die Backen still. Jetzt sehe ich es. Und rufe dich. Ich rufe dich. Lel 002. Ist schon das Essen fertig? Komm und kämpf an meiner Seite. Nee, ich hau ab. Warte. Geh da links die Wand lang. Links, nicht rechts. Nein, okay. Kein Problem. Okay, zurück. Also, wo müssen wir jetzt hin? Durch die Tür. Gut. Wie
Ich bin gerade knapp am Abgrund gelaufen. Was machst du auch für Dinge? Sterb lustig, sonst sind deine Seelen weg. Ich warte weiß. Lieber. Ich muss noch dir das Bonfire frei machen. Wie komme ich wieder zurück? Moment, ich zeig's dir gleich. Ah, ich seh's schon. Okay. Lalalalalala. Das ist Vorsicht, hier. Wir müssen den jetzt erstmal da weglocken. Weg von dem Pass, auf jeden Fall. Was ist so? Ha, geschafft. Da hast du dein Bonfire. Was ist das für eine Schmiede? Oh, bei der Schmiede kann ich dir, glaube ich, einen coolen Trick zeigen. Okay. Und wer hätte, du machst meine Schilde, also meine Kisten kaputt. Das kann ich gar nicht. Okay, und der Trick? Warte, nicht aufmachen, öffne die Kisten erst, wenn wir das nächste Mal hier sind. Warum? Weil du deine Kiste mehr öffnen kannst. Dafür muss aber die Fackel brennen, deswegen habe ich, nicht die Fackel brennen, aber die Lampe brennen. Darum habe ich das auch gemacht. Okay. Vorsicht, sind überall Löcher im Boden. Ich hab sie gesehen. Und ich hoffe, du bist nicht reingefallen. Bis jetzt noch nicht. Warte. Sollte ich nicht vorgehen? Warum? Weil du keine Seelen verlieren kannst? Richtig. Und du deine Seelen nicht permanent verlieren willst, glaube ich. Meine drei sind tot. Deine beiden auch? Nein, ich hatte nicht. Mit einem kurzen Flask. Nein! Du bist gestorben. Das gibt's nicht! Wir gehen zum Brunnenfeier, oder wie das heißt. Ja, ich lieg's beim Schmieden. Ja. Da kann ich mich auch heilen. Nee, wenn du dich ransetzt, sind alle Gegner wieder da. Ja. Ich kann dich auch heilen. Denk dran. Okay. Ich leg's einfach mitten in die Werkstatt. Gut. So, direkt neben der schönen Lampe, die ich bei dir angemacht habe. Gut. Oh, sag jetzt bitte, ich hab nicht in der Aufnahme gesungen. Nimmst du überhaupt schon auf? Ja. Ja, okay. Gut. Kommst du? Aber bist du denn heilungsbedürftig überhaupt? Nicht wirklich. Nö, also dann erst vor dem Boss. Gut, dann hopp, hopp, hopp. Ah! Ich bin runtergefallen. Bei mir noch nicht. Bei mir läufst du noch. Es sieht nur so aus, ich bin runtergefallen. Als ob. Wo gehst du hin? Ja, hier runter. Ist doch logisch. Was gibt's dort unten? Oh, noch ein Item für dich. Ich dachte, das willst du haben. Ja.
Moins. Nein, nicht raufklettern. Böser Raufkletterer. Nein! Diese scheiß Wand, warum muss das hier so eng sein? So, jetzt kann ich ja auch heilen. Auch wenn du keine Heilung mehr bedarfst. Königsgroßschwert. Kurzer Moment, bitte. Ich habe einen... Du hast das Turmschild ausgerüstet? Ja. Okay. Noch nie was von einem Gott gehört? Gott, nein. Moment, ich habe... Moment, warte. Siehst du in dieser Zelle hier ein Zeichen? Moment, in welcher Zelle? In diese? Die andere. Nein. Ja, okay. Ich sehe nur einen Gegenstand. Ah, Moment, dann ist es die falsche Zelle. Wo sollte das Zeichen sein? Ich gucke kurz. Moment. Nee, doch, das war die Zelle. Egal, gehen wir weiter. Warte. Ich habe ein Königsgroßschwert gekriegt, aber ich finde es nicht. Es ist wahrscheinlich irgendwo oben. Zerbrochene Wasser, bla bla bla. Die Waffen sind nicht so gut. Ah, Königsgroßschwert. Ey, hallo, wir können bald Bosswaffen kriegen, ja, also. Königsgroßschwert? Und fall nicht runter. Moment. Blocke sofort, wenn du in den Bossraum gehst. Und dreh den vom Nebel weg. Aber vor allem fall nicht runter. Mhm. Hast du es bald? Ich vergleiche. Das Königsgroßschwert ist stärker als mein bisheriges. Noch ist es doch aus. Bin gerade dabei. Ich hab eine Banditenaxt. Woher habe ich eine Banditenaxt? Also. Ich gehe durch den Nebel. Sofort blocken. Und vom Nebel wegdrehen. Okay, doch. Jetzt muss ich aber auch nicht mehr vom Nebel wegdrehen. Oben bleiben. Kommen sie wieder hoch? Okay, du bist tot, okay. Ich habe alle meine Seelen verloren. Wieder von der Werkstatt aus, okay. Aber nee, warte, du bist ja nicht mehr menschlich. Und sollen wir erstmal bei... Nee, wenn wir bei... Ich benutze ein Menschenbild. Okay, ich leg's wieder in die Werkstatt. Okay. Und warte, ich muss noch ein paar Sachen abenden. Dann nehme ich nicht das Turmschild, sondern das Drunklay-Schild. Um ein bisschen gelenkiger zu sein. Ja, hat beides 100% physischen Death, deswegen. Ja, aber der andere hat ein bisschen mehr Verteidigung gegen anderes Zeug. Und wo, hier. Ich muss kurz das Move mit einer Waffe testen, bevor wir weitergehen. Okay, dann gehen wir halt jetzt schon weiter. Nein, du kannst ruhig testen. Ich habe auch nur den Movement meiner Waffe getestet. Nenn mich Indiana Joni. Ich nenne dich Indiana Toby. Ach, dieser Hund, ne? Finstergeist. Pizzageist. Stehen bleiben.
heil uns. Ich erledige die Hunde da vorne. Du rufst, wenn du den Finstergeist von hinten ankommen siehst, ja? Der kommt von hinten? Der kann von hinten kommen. Okay. Warte, schau du nach hinten und sag Bescheid, wenn er kommt. Ich töte nur kurz die Hunde hier, damit wir ein bisschen mehr Spielraum haben gegen den Finstergeist. Greifen sie uns in unserer Nähe an, oder wie? Der ist auf jeden Fall irgendwo in unserer Nähe. Nicht da lang gehen, dann kommen wieder Gegner. Aber, okay, komm erstmal weiter. Kann er uns eigentlich angreifen, wenn wir im Bossraum sind? Ich glaube, kann ich in den Bossraum, solange der da ist. Und wie lange bleibt so ein Finstergeist? Bis er besiegt wird oder in seine Welt zurückkehrt. Aber solange könnten wir ja noch die Gegner auf den Weg verhauen. Bis wir ihn sehen. Ich wette, der ist da im Gebäude. Auf jeden Fall habe ich ein wachsames Auge auf die Umgebung. Bleib du hinten auf dem Hof, ich lock die Feinde her. Okay, mach du das. Und wird er auch von den Feinden angegriffen? Wir gehen auf den Hof. Er hat ein großes Schwert. Auf der Brücke ist er im Vorteil. Du Arsch, ruinierst unsere Aufnahme. Noch, Mann. Scheiße, hat der viel Leben. Warte, nimm Flask. Er ist tot. Ja, was soll ich nehmen? Flask. Der Flaschenkind. Und geh wieder auf den Hof, ich lock die Feinde trotzdem her. Okay. Aber wir haben ihn besiegt. Nicht auf die Brücke stürmen. Ich sehe keine Feinde. Ich finde diese Peitsche so lustig. Du machst aber gut. Heil dich lieber nochmal, glaube ich. Du machst aber guten Damage mit der Peitsche. Eben. Ich finde die auch so lustig an der, dass sie so viel Damage macht. Die hat so ein lames Bewegungsmuster. Aber ich kann mit ihr nicht mehrere Feinde bekämpfen. Wow. Alter! Vorsicht hinter dir! Sag Bescheid, wenn sie weg sind. Sie sind weg. Okay, du weißt, wo ich mein Zeichen lege, in die Werkstatt. Ja. Tut mir leid, dass du den ganzen Weg nochmal laufen musst. Kein Problem. Aber die Aufnahme ist eigentlich schon vorbei. Wir haben, glaube ich, eine gute 25 Minuten Folge. Okay. Dann komme ich dich abholen und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Ciao, Leute. Wir haben nichts geschafft. Ciao. Ciao.